Zweifel, ob diese Hose wirklich den richtigen Eindruck machen wird, können wir Ihnen nicht nehmen. Ob Ihre Daten bei Online-Zahlungen in guten Händen sind, schon. Sicher online zahlen ist einfach. Mit PayDirect, dem neuen Service Ihres Sparkassen-Girokontos. Jetzt im Online-Banking registrieren und am Gewinnspiel teilnehmen. Zuzuschauen, heute wird auch extrem durchgewechselt, obwohl wir alle Raketen dabei haben, sage ich mal, bis auf Stefan Kiesling. Ist ein guter Test, gerade auf wie geht's auf Frauenstein, deshalb hat er das auch gerne zugeschrieben. Sie haben 1977 ihr Profi-Debüt, kann man sagen, für Kickers Osnabrück gegeben, 1978 ihr erstes Tor auch erzielt für die Kickers. Wie sehr tragen Sie die Kickers heute noch im Herzen heiß? Wie sehr verfolgen Sie auch den Werdegang des Vereins? Ja, natürlich. Da erkundige ich mich ab und zu mal, und Oliver Reck, der jetzt hier Trainer ist, mit dem habe ich ja noch zusammengespielt. Aber ich habe natürlich auch in vielen anderen Vereinen gespielt, zu denen ich auch ein recht herzliches Verhältnis habe. Unabhängig von Siegel und Niederlage, was dann immer wehtut, das ist halt dass der Club dann oftmals am Rande des Ruins ist und jetzt an der Insolvenz. Und das ist natürlich nicht schön, weil ich ja weiß, in welcher Leidenschaft hier vor allem die Fans auf der Gegentribüne stehen, und damals zu meiner Zeit, heute immer noch ein paar Regionalliga spielen, weil da viel Herzblut dabei ist, und deshalb würde ich mich freuen, wenn es wieder aufwärts geht. Und da ist vor allem, glaube ich, gerade weil die nicht weit weg sind, Darmstadt 98 ein ganz großes Beispiel. Wir waren vor 4 Jahren noch in der gleichen Liga, in der 3. Liga, und mittlerweile ist Darmstadt in der 1. und doch in der 4. Darmstadt hat ein bisschen profitiert vom Lizenzabzug der Kickers. Aber es kann gehen. Die Darmstädter haben das vorgemacht, wie es geht, mit viel Leidenschaft, und die Kickers müssen es auch gehen. Nochmal kurz zu Bayern 04. Sie haben schon angekündigt, die Mannschaft ist schlagkräftig besetzt heute. Wie sehen Sie insgesamt die Vorbereitung der Werkself? Wir sind gerade aus dem Trainingslager in Zell am See wiedergekommen. Was beobachten Sie? Ja, nicht nur in den Freundschaftsspielen, die schon sehr erfreulich waren, auch in den Trainingseinheiten merkt man, welcher Elan und welcher Ehrgeiz dabei ist, sich aufzudrängen. Ja, der Trainer hat die Qual der Wahl. Wir haben viele gute Spieler, die letztes Jahr sowieso dabei waren. Sehr gute neue Spieler dazugekommen. Junge Talente, die natürlich auch drängen, in die Mannschaft zu stoßen oder in den Kader. Und da gibt es einen Konkurrenzkampf, der ist wichtig. Das waren den Clubs auch. Und das merkt man natürlich gerade in solchen Spielen auch wie heute. Da wird jeder heute wird alles abrufen und ein tolles Spiel machen. Ja, kurzer Tipp vielleicht noch. Was erwarten Sie von der Mannschaft heute beim Spiel? Ja,
durch die Zuschauer was bietet, natürlich viele Torchancen auf das eine oder andere Tor erzielen, aber gegen eine gute Regionalliga-Mannschaft, die werden sie nicht auch alles geben heute für so einen Rahmen. Ich glaube, wichtig ist, dass in der jetzigen Phase, dass es keine Verletzten gibt, das ist alles. Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen, Dankeschön. Danke.